Prost bei den Wasserfreundinnen Spandau. Auch im zweiten Spiel in der Gruppenphase der Euroleague bleiben sie sieglos. Jetzt mussten sie gegen Mataró auch noch eine heftige 6:20-Niederlage einstecken. Wir hatten uns Chancen ausgemalt, weil wir eigentlich mehr abrufen können. Die favorisierten Spanierinnen in den dunklen Kappen machen von Beginn an Druck und kurzen Prozess. Immerhin sind auch sie noch ohne Matchgewinn in diesem Turnier. Schon nach den ersten 8 Minuten liegen sie mit 5 Toren vorne und bauen diesen Vorsprung bis zum Spielende auf 14 Tore aus. Das Endergebnis von 20:6 könnte daher nicht deutlicher sein. Die Niederlage ist jetzt erstmal hart, aber noch 20 Minuten und dann hoffentlich geht's wieder besser. Das bedeutet, dass im Spiel gegen das griechische Team aus Vouliameni heute Abend unbedingt ein Sieg her muss. Sonst droht das Frühzeitige aus.